Hallo, liebe Freunde des Gruppenzwangs und des allgemeinen Herdentriebes. Ich freue mich extremst darüber, dass mein Freund Vasi mich eingeladen hat, Teil dieser Geheimgesellschaft zu sein, die im Verborgenen und ohne großes Aufheben darum zu machen, sich Eiswasser über den Kopf gießt, wo wir ja alle wissen, dass es kaum einen besseren Verwendungszweck für sauberes Trinkwasser gibt. Da bin ich natürlich gerne bereit, meinen Teil beizutragen. Und das passiert jetzt. Ich finde es großartig, dass durch solche Aktionen Krankheiten wie ALS in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, auch wenn sie vielleicht nicht so interessant sind für Pharma- und Forschungsunternehmen, eben weil sie sehr selten sind. Aber wer vielleicht denkt, dass die Konten der ALS-Stiftung bereits ausreichend, zumindest für diesen Monat, gefüllt sind, allein durch den Erlös aus dem Verkauf von Helene Fischers kompletter Garderobe, wie man in ihrem Video gesehen hat, der kann sich überlegen, vielleicht eine Spende woanders zu platzieren. Zum Beispiel bei Viva Con Aqua. Das ist ein Verein, der mit der Welthungerhilfe zusammen Brunnen baut und sanitäre Anlagen baut in Gegenden in dieser Welt, wo es keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser gibt, so wie wir das gewohnt sind und für völlig selbstverständlich halten. Jeder, der ein lustiges Video gepostet hat, ist sich völlig im Klaren darüber, dass Videos posten alleine überhaupt nichts bringt, sondern nur in Verbindung mit einer Spende. Und deswegen bin ich der vollsten Überzeugung, dass alle dies auch getan haben. Nun wenden wir uns wieder dem Eiskübel zu und freuen uns darüber, dass er die Funktion, für die er gebaut wurde, ganz hervorragend erfüllt. Und dann sage ich mal Prost. Den Link zu Viva Con Aqua findet ihr in der Beschreibung. Hier oder da, weiß ich gar nicht genau. Viel Spaß noch.